Battlefield 4 richtig langsam. Helis down. Nein, ich finde es geht. Bisschen mehr Frames, aber vielleicht ein, zwei. Dafür kann ja, ich aber auch gerade nur 30. Obwohl, läuft. Ultra sieht gar nicht so viel besser aus, gell? Ah, Luis. Hm? Schon mal gesagt, sogar bei Battlefield 3. Wenn du alles aufs Niedrigste stellst und auf Full HD laufen lässt, es sieht immer noch besser aus als Call of Duty Black Ops 2. Kann ja sein. Das, weil es so ist. Ich stehe trotzdem auf Ultra, obwohl es sich viel besser aussieht als das andere. Ich habe gerade einen noobigen RPG-Kill gemacht. Ich habe zu langsam die Pistole gewechselt. Ich mache jetzt... Alter, warum ist Arma? Nein, ich mache die MX4 spielt sich nein. Wenn ich das verfickte Spiel beende, so laut. Deswegen schrei ich so rum. Kein Vehicle hinbekommen. Und warum ist jedes Mal wieder alles auf Ultra? Ich möchte es gerne auf High haben. Hier auf Very High oder auf High. Jeder normale spastische Mensch auch. Also Recoil Control ist noch gar nicht drin. Nee. Also ja, ja. Die Muscle Break sieht auch nice aus. Alter, die MX4 spielt sich richtig nice. Ja, mit der habe ich vorhin auch schon gespielt. Die spielt sich echt richtig, richtig nice. Ah, das Lean ist schon geil. Fuck off Recoil Control. Ah, jetzt bin ich tot. Oh, und die Granaten fliegen auch nicht mehr so weit. Wir haben alles, also... Cool, doch, ich spiel mal Support. Lebst ja noch. Ich habe bei dir spawnen. Ah, der Sound von der RPG ist nice. Bloß was jetzt aufgefallen ist gerade eben, ich habe keine Munition mehr und eine Rakete steckt vorne dran. Am RPG. War das in Battlefield 3 auch schon? Keine Ahnung. Ihr seid so schlecht, ihr trefft. Da vorne ist ein Sniper, pass auf. Ah, hat dort gekillt. Boah, also ich hab's Gefühl, die Sniper spielt sich dann best. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, vielleicht kann ich ja doch nochmal ein bisschen Maus-Sensitivität mal auf 50. Ich finde es auch nice, dass man seine Squad-Leute sieht mit einer Meteranzahl, wie weit weg sie sind. Ja, das ist auch schon schön. Warum konnte ich nicht bei dir spawnen? Weil ich gerade tot bin. Jetzt bist du, ja, bei mir standst du da... Ach, du warst tot, dann sieht man da sogar noch die Entfernung zum Squad-Mate. Weil ich hatte dich immer noch gesehen mit knapp über 200 Meter Entfernung. So, muss ich mal Maus erziehen. Mal weggerotzt werden. Gerade echt so schlecht. 7-8. Ist einfach wieder. Ist Alter, falsch. Ich liebe Arma 3. Es ist einfach geil. Es ist auch nicht mehr so hässlich verbuggt, dass du das einfach alles verbuggt. Das ist einfach halt verbuggt, ne? So, jetzt bin ich im Heli als Gunner. Also halt im Transport-Heli. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Wenn man in Arma 3 so einen kleinen Stickfans umfährt, was ist das deutsche Wort für Stickfans? Halt so einen kleinen Lattenzylinder, dann platzt sofort das ganze Auto, Alter. Dann explodiert da alles, Mann. Dann explodiert dein ganzes Leben, Mann. Dann explodiert dein ganzer Rechner dabei. Das ist so richtig übertrieben. Ich will nicht raus hier. Wenn du so ein Ding anguckst, dann geht alles kaputt. Dann macht das so kaputt und dann ist kaputt. Nein, 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 Zaun, oh, gut. Ich bin gestern mit so einem Hunter in Arma 3 Singleplayer Missions Dinger, da die veröffentlicht wurden, ein bisschen rumgefahren. Alter, der war so schnell, dass er fast explodiert. Wow, der war so schnell. Ich bin immer einen Stein gefahren am rechten Rad, und da hat das Ding 15 Mal überschlagen, bis die auf den Rädern auch gekommen sind. Jetzt habe ich natürlich keine Sniper dabei, wenn ich eine brauchen könnte. Wow, aber hier, Alter, hinten ist die Map ziemlich 3000. Leer. Ey Jungs, Fahrgefühl Arma 3 richtig geil, kann ich echt da sagen, so. Du kannst nämlich sogar driften. Und kennt ihr diese kleinen Steinmäuerchen aus Arma 2? Kennt ihr die?
Da kann man jetzt drüber fahren. Die Räder gehen hoch und runter, aber es passiert nichts weiter. Also sie gehen nicht kaputt oder so. Bisschen realistisch, ob man da recht, ob, als ob da recht gleich die Reifen platzen wollen. Nein, dieser Wichser, was? Ja, wo sieht man denn, ob der einen Headshot gemacht hat oder sowas? Ich habe nicht gesehen, dass ich ihn headshotet hat. Nee, ich glaube, der hat mich auch nicht geheadshottet. Ich war nur ein bisschen angefrackt. Aber ich gehe als Recon ab. Bei der Abgehr. Ich bin relativ schlechter Assault. Und ziemlich schlechter Sniper so bisher. Also mit Assault bin ich momentan noch am Flash. Komm, hier lag doch vorher. Ja, klar! Leck mich doch am Arsch! Die M320, die M32 und jetzt hier nirgends, wo ich sie aufheben könnte. Am Arsch! Also man muss ja schon sagen, das sieht alles sowas von nice aus. Fick dich jetzt erstmal, du scheiß Sniper da oben. Ach, hier rechts wohnen die Kinder, Alter. Hier, Mann, solange die Pisser hier nicht mein Perso anschicken. Ach, Mann. Du stirbst jetzt, Alter. Ja, wieso bloß, Mann? Weil du keine Battlefield 4 Beta spielen kannst. Ja, ach was. Drecksack. Was? Ich, Drecksack? Fick dich. Nein, hier, der eine Typ. Was ist das? Ach, noch ein Schirm. Kann man sich irgendwo selber umbringen? Ah! Ja, lol. Alter, mit das MG von dem BTR macht ja null Damage. Ich glaube, voll viele checken das Spawn-System noch nicht. Haben halt nicht so viele Videos geguckt wie wir. Weil, guck mal, das sind teilweise die Sachen in der Base, wo niemand los ist. Ich bin noch nie in Helikopter in Battlefield 4 geflogen. Alter, das ist so eine Schande, Mann. Ich war der beste Battlefield 3 Helikopter von uns allen. Wie lange hast du vorhin die Beta gespielt mit Stefans Account? Stunde. Ja, ich kann dir sagen, sie sind echt geil zum Fliegen. Also ich meine im Vergleich zu Battlefield 3, sie können schneller die Richtung wechseln, also halt hinzeigen in die Richtung, aber sie haben viel mehr Speed drauf. Sie sind schwerer zum Abbremsen und schwerer zum komplett zum Manövrieren, würde ich jetzt sagen. Aber zum Zielen sind sie, glaube ich, leichter. Bisschen. Also zumindest ich als normaler glaub, Pilot. Ja. Jetzt, Marco. Endlich weißt du, was ich geil finde. Man muss nicht raustappen. Du weißt ja, ich bin ein ziemlich guter Pilot, ne? Ja. Ich glaube ja, dass ich das Ding einfach nur megamäßig fliegen werde. Und willkommen zurück, nächstes Game. Natürlich nicht bei Stefan im Squad, wie soll's auch sein. Nein, sogar im Gegnerteam. Ja, wo bist du? Wo muss man den Headshot geben? Ich bin noch nicht gejoint. Wo bist du gerade? Ja, wo ist der Heli hin? Lol. Merkt ihr, man kann mit Doppelklick joinen, also nicht mit dem Doppelklick auf die Map machen. Ich weiß, man mach ich schon immer. Hab Pete Smith gesehen. Mit Doppelklick kann man spawnen. Fertig. Ja, du hast schon die erste Folge von Pete Smith gesehen. Nein, nur ein Anfang. Ja, nur ein Anfang. Ich noch nicht. Armor 2 Feeling kommt auf. Leatherman nehmen, auf die Tastatur stellen, eine Richtung laufen. Die Sonne. Also, jetzt geht's erstmal B holen. So, beim Laufen so, jetzt habe ich 40 Frames. Statt laufen. Ja, wenn ich stehen bleibe, hatte ich 40. Teilweise, wenn ich in enge Gassen gehe, dann habe ich wieder voll viele Frames, weil es da voll wenig anzeigen muss. Aber dann, wenn ich im Offenen bin, geht es wieder hoch. Ja, es schrumpft sie wieder, die Framerate. Ich glaube, die Animation, wenn man über irgendwas drüber springt, haben sie immer noch nicht geändert. Bei was? Nee, das ist dieselbe im Bild. Du warst gerade voll laut. Bin immer noch laut? Nee. Ich hoffe, dass meine Stimme gut abgestimmt ist mit Battlefield 4, weil ich muss gerade meinen Mikrosound mit Fraps zusammen im Spiel aufnehmen.